Offensichtlich ist es ja doch nicht so einfach, wenn du so lange brauchst, um mir das rauszusuchen. Nee, nicht so, das tut alles gut. Das ist einfach nur keine Ahnung. Was? Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal. Und heute möchte ich euch meine liebsten Serien vorstellen, die ich schon geschaut habe. Und wollte euch ein bisschen darüber erzählen, vielleicht ist die eine oder andere ja sogar für euch was. Ich hoffe, ihr habt mein letztes Video schon gesehen, wo es um meine Lieblingsfilme ging, also die Top 5 meiner liebsten Filme. Die verlinke ich euch unten auch nochmal unten in der Infobox, beziehungsweise den Link dazu zu meinem Video. Dann habt ihr da auch nochmal alles aufgelistet, was ich bisher schon geschaut habe und was ich euch empfehlen kann. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit Once Upon a Time. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ich schaue halt ganz viele Serien bei Amazon Prime, weil wir Amazon Prime haben offensichtlich. Und dann nehme ich mir dann meistens mein Tablet und lege mich ins Bett oder aufs Sofa und schaue mir dann Once Upon a Time zum Beispiel an. Und das habe ich wirklich gesuchtet. Das ist eine Serie, wo es um Märchen geht. Und ich werde euch jetzt gleich nochmal hier ein bisschen bei Amazon die Erklärung dazu nochmal anschauen, damit ich auch keinen Mist erzähle. Also, fangen wir an damit zu sagen, dass es eine Serie ist für jedermann. Denn es geht um Liebe, Spannung, Action. Es ist wirklich sehr komplex und man kann auch so ein bisschen mitraten, wer ist denn jetzt der Böse oder ist der Böse vielleicht gar nicht böse und wie ist das alles passiert. Das ist wirklich super, super spannend und das ist sozusagen ein kleines Märchen und gibt es eine böse Hexe, die hat damals die Märchenwelt verhext, verflucht, sodass sie jetzt alle in einer kleinen Stadt sind und nicht mehr wissen, dass sie eigentlich Märchenfiguren sind. Sprich, Schneewittchen weiß nicht, dass sie Schneewittchen ist. Die sieben Zwerge wissen nicht, dass sie die sieben Zwerge sind und alle machen so was in diesem Bereich, wo sie früher auch gearbeitet haben, also was sie früher in Märchen gemacht haben. Sprich, Schneewittchen ist eine Lehrerin. Sie ist ja sehr eine sehr ruhige Person gewesen, sehr lieblich und sehr herzlich und das ist, finde ich, in dem Film wird es halt auch so gezeigt, in der Serie wird auch gezeigt, dass Schneewittchen im realen Leben sozusagen, in diesem Fluch, wo sie jetzt drin ist, auch total die herzliche, ruhige Person ist und da passt das zum Lehrer-Image auch total gut, also in dieser Serie zumindest. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Lehrer herzlich und lieblich ist. Aber dass es um Emma Swan und Henry geht. Und Emma Swan ist sozusagen die Tochter von Schneewittchen und dem Prinzen. Und Henry wiederum ist der Sohn von der Tochter von Schneewittchen. Und das wissen die aber alle nicht. Also nur Henry weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Und er wurde adoptiert von der bösen Hexe. Ja, also es ist eine wirklich super, super spannende Serie und ihr müsst euch die unbedingt anschauen. Ich werde euch auch hier natürlich wieder den Link unten verlinken zum Trailer und Wahnsinn, ich habe es wirklich gesuchtet. Ich bin nächtelang wachgelegen und habe diese Sendung angeschaut und bin hintereinander weg. Dann eine weitere Serie, die ich auch absolut liebe und zwar ist das How I Met Your Mother. Ich muss allerdings zugeben, dass ich es sehr schwer fand, Serien zu kategorisieren, beziehungsweise zu sagen, das ist Platz 1, das ist Platz 2, weil irgendwie sind sie alle total genial. Und wer How I Met Your Mother noch nicht kennt, das sind halt beste Freunde, die treffen sich immer in einem Diner und das ist total komisch zu erzählen. Da gibt's Ted und Robin und ach, das ist einfach so genial, das ist super, super lustig, es ist so ein bisschen sexistisch manchmal auch, aber irgendwie auch, ach, es ist absolut der Wahnsinn. Auch hier werde ich jetzt nochmal kurz bei Amazon schauen, um euch die Beschreibung nochmal ein bisschen genauer machen zu können. Außer zu sagen, dass ich sie genial finde, denn das bringt euch ja wahrscheinlich auch nicht sehr viel. Okay, also es geht um Ted und Ted ist Single und er wohnt mit seinem besten Freund Marshall zusammen in einer WG. Und Marshall ist allerdings glücklich verlobt mit Lily, die sehr, also die beiden passen echt extrem gut zusammen, die verarschen sich gegenseitig, sind aber irgendwie auch ein Team die ganze Zeit. Und Lily und Marshall kennen Ted am allerbesten eigentlich. Und eigentlich handelt es sich darum, dass Ted, der Hauptdarsteller, erzählt, wie er die Mutter seiner Kinder kennengelernt hat. Und man sieht dann immer am Anfang, wie er da so sitzt mit seinen Kindern, beziehungsweise man sieht nur die Kinder, ihn selbst sieht man nicht, weil es könnte letztendlich jeder sein von der Serie, der sagt, wie ich deine Mutter kennengelernt habe. Aber es ist tatsächlich Ted und Ted erzählt sozusagen, wie schwer es war, die richtige Frau zu finden und was er sich vorstellt und was er sich wünscht. Und er selbst ist Architekt und ist dann in einem Architektbüro, wo er nicht ganz glücklich ist. Marshall ist Anwalt und Lily ist Künstlerin, Schrägstrich Kindergartengärtnerin, Schrägstrich Ehefrau. Und dann gibt es dann noch Robin und Robin ist die Ex-Freundin, wie auch immer wieder hin und her von Ted. Und eigentlich sind sie aber alle beste Freunde. Und dann gibt es halt noch Barney. Barney ist so der Single, der so der Aufreißer, der Bad Boy.
der sich immer wieder neue Geschichten einfallen lässt. Er ist zum Beispiel Taucher und so kriegt er jetzt eine Frau ran, weil er sagt, er ist Taucher und hat schon die Weltmeere gesehen. Oder er ist Arzt und das spielt das einfach so genial, dass er halt sagt, okay, ich verarsche die Frauen, was ja eigentlich irgendwie nicht so schön ist, aber es ist total lustig gemacht und hat dann so sein Buch und in diesem Buch stehen dann die ganzen Geschichten, die er schon gemacht hat, wie so ein Ratgeber, das kann man übrigens auch kaufen, auch das werde ich euch unten mal verlinken, wo dann so drin steht, okay, der Taucher. Dann steht da eine Anleitung, wie du der Taucher sein kannst, um diese Frau dann aufzureißen und wie du das machen kannst. Und das ist eigentlich total lustig und die, da sind so einige Geschichten von der Hochzeit von Marshall und Lily, wie das dann passiert, wie Ted ganz oft Beziehungen kaputt macht oder versucht, die Traumfrau zu finden, was dann auch nicht funktioniert, was dann wieder mit Robin schief geht. Robin ist auch irgendwie so ein bisschen Mannsweib, aber sehr weiblich, aber so, sie weiß, wie man eine Pistole hält, sie ist von ihrem Vater so einfach mal im Wald ausgesetzt worden und sie musste wieder nach Hause finden. Also das ist wirklich sehr, sehr cool, weil es so unterschiedliche Charaktere sind, dass man sich selbst wahrscheinlich mindestens in einer der Personen wiederfinden wird. Dann kommen wir zu einer ganz aktuellen Serie, die es jetzt noch nicht beendet ist und das ist wieder mal richtig schlecht für uns, weil wir haben sie noch nicht zu Ende schauen können deshalb. Und zwar Big Bang Theory. Ich denke, das kennen einige von euch. Da geht es um die Nerds und das blonde Schönchen nebenan. Und ich vergöttere diese Frau. Ich folge ihr auch auf Instagram, weil sie einfach so lustig ist und so naturell ist, wo man einfach sagt, ey, dich hätte ich gerne als beste Freundin. Und genau so kommt sie auch in der Sendung rüber. Okay, die Beschreibung ist seltsam. Also jedenfalls geht es darum, dass es Leonard gibt. Und Leonard verliebt sich natürlich gleich in die schöne blonde Penny. Und versucht sie halt irgendwie immer wieder auf sich aufmerksam zu machen und will sie dann einladen zum Essen, was Sheldon natürlich nicht mag, weil er ja seine Routine hat und nur die beiden jetzt beim Essen sein sollten und er auf seinem Platz sitzt. Jedenfalls geht sie dann halt doch rüber, ist sehr aufgeschlossen den Jungs gegenüber und setzt sich auf Sheldon seinen Platz. Was natürlich ein Riesendrama ist und sie versteht es nicht, weil sie solche Menschen noch nicht kennengelernt hat, die so verrückt sind und beziehungsweise so nerdig sind, dass sie darauf gar nicht klarkommt, aber trotzdem so nett ist und so, dass eigentlich das dumme Blondchen spielt in der Serie, aber dennoch sehr, sehr sympathisch ist. Und letztendlich kommen dann auch noch, ich bin so schlecht, Raj und Howard! Danke. Wolowitz! Und Raj Kutrapali. Howard? Sheldon Cooper ist so ein Mensch, der hat seinen festen Plan und genau so muss es laufen. Also es ist so ein bisschen, wer Monk kennt, kann das ein bisschen damit vergleichen, dass er halt seinen festen Plan einfach hat. Und ich bin persönlich auch teilweise so und verarsche mich damit selber so ein bisschen manchmal, weil ich habe immer meinen festen Platz, wo ich sitze zum Essen. Bitte sagt mir, dass ihr manchmal auch so seid. Ihr könnt mir ja unten mal in die Kommentare reinschreiben, was eure Angewohnheiten sind, von denen ihr niemals abrückt. Zum Beispiel, die Socken müssen immer paarweise aufgehangen werden oder morgens wird als allererstes ein Kaffee getrunken, ansonsten ist alles nicht gut und ich meine es aber wirklich, das ist wirklich Pflicht bei euch, dass ihr das machen müsst. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich wahnsinnig freuen zu hören, was ihr so für eigenartig oder Sheldon Cooper Angewohnheiten habt. Ja, und dann gibt es dann halt noch Howard Wolowitz und Raj Kutrapali. Raj Kutrapali ist ein Inder und kann nicht mit Frauen reden. Also ist super schüchtern, ist ein total lieber, sympathischer Kerl. Auch gar nicht mehr so unattraktiv, aber er kann mit Frauen nicht reden. Und er sieht halt, ja, diesen Stil mit dem Hemd runter und dann diesen Polunder drüber. Genau so sieht Raj Kutrapali aus. Und seine Eltern sind sehr, sehr reich in Indien und das lässt er auch so ein bisschen raushängen. Also immer wieder mal bemerken, so hey, ich habe ja Geld. Und Howard Wolowitz ist tatsächlich so einer, das ist so ein ganz schlaksiger, kleiner, dünner Kerl und hält sich für einen extremen Frauenaufreißer, was er natürlich nicht ist, denn es sind halt alles Nerds und haben auf ihre Art und Weise halt nicht so den Zugang zu den Frauen, weil sie eigentlich für ihre Arbeit leben und für die Forschung. Und Howard ist dann so anzüglich und macht sexistische Bemerkungen gegenüber Penny die ganze Zeit, die natürlich tatkräftig dagegen haut und auch ihre Meinung dazu sagt. Und das ein oder andere Mal Howard so ein bisschen beleidigt und Howard das aber irgendwie gar nicht bemerkt oder nicht bemerken möchte. Und es ist eigentlich wirklich sehr, sehr lustige Geschichte von zwei unterschiedlichen
Arten von Menschen, sprich eine Frau, die sich gerade gefunden hat, die Schauspielerin werden möchte, die sehr kreativ ist, die sich um Bildung eigentlich nicht so viel macht, die auch immer wieder neue Typen mit nach Hause bringt, die strunzdumm sind, mit im Vergleich zu den vier Nerds, die nebenan eigentlich ganz oft sind und sie aber trotzdem immer wieder einladen oder sie sich selbst einlädt, weil sie kein Internet hat und das immer von nebenan klaut und so. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig und süß gemacht und auch hier hat man wirklich sehr viel zu lachen. Also eigentlich sind alle Sendungen, Serien, die ich euch gerade sage, bis auf Once Upon a Time, glaube ich, so in der lustigen Richtung. Und ich finde es total entspannt, einfach das anzumachen. Man muss auch nicht unbedingt immer komplett hinschauen, weil der Witz an sich einfach schon genial ist. Also das ist so eine typisch amerikanische Sendung, wo dir sogar vorgegeben wird vom Publikum, dass du jetzt lachen sollst. Dann kommen wir jetzt zu Two Broke Girls. Das gucke ich aktuell gerade auf Amazon Prime und ich liebe, 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 liebe diese Sendung. Das ist tatsächlich eine Sendung, wo ich meinen Freund damit sogar schon nerv und sage, wir gucken die Serien meistens gemeinsam, zumindest die lustigen Serien. Und das ist eine Sendung, wo ich immer sage, boah Schatz, wir essen jetzt, wollen wir das gucken? Und ich finde das so lustig und ich liebe diese zwei Mädels und es geht hier um eine reiche Blondine und eine ärmliche Brünette. Und das ist so, 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 so lustig. Die arbeiten in einem Diner, beziehungsweise die Reiche hat durch ihren Vater ganz viel Geld verloren. Und weil der hat die Leute ausgenommen, es wurde festgestellt und jetzt ist er im Knast und sie ist pleite. Sprich, sie hat keinen Zugang mehr zu all ihren Sachen, zu ihrem Geld. Sie ist ruiniert. Also läuft sie irgendwie über Max ihren Weg und sie arbeiten letztendlich dann gemeinsam im Diner. Wo ein Koreaner übrigens, für die Leute, die wissen, dass ich Koreanisch lerne, das Diner führt. Da gibt es dann einen Farbigen, der die Kasse macht, Earl und Max und Earl sind das ist so eine schöne Liebe zusammen. Also das ist ein älterer Herr und sie eben als diese junge, sexistische, überaus lustige Person, also ich bin auf Max' Seite, ich liebe Max, ich bekenne mich, die ist so genial. Und die beiden haben eine ganz besondere Beziehung, Max und Earl, und das ist so schön mit anzusehen, wenn er krank wird, wie sie für ihn da ist. Und er ist für sie Familie, denn sie hat keine eigene richtige Familie und sie ist wirklich so ein armes Mädchen, wie man es in Amerika einfach so sich vorstellen kann. Also sie ist arm, sie hat keine Familie, sie macht jeden Drecksjob, um irgendwie an Geld zu kommen, wohnt in einer Wohnung, die eigentlich gar nicht auf sie geschrieben ist, wo übrigens auch Caroline mit einzieht, also die blonde Reiche, weil sie kein Zuhause mehr hat und Max dann halt sie aufnimmt, mehr oder weniger. Und eigentlich ist das so gegensätzlich wieder, dass es wieder passt mit den beiden. Und die beiden wollen ein Cupcake-Laden-Unternehmen aufmachen und sparen dafür Geld. Und jedes Mal am Ende der Sendung? kommt ein Barcode, wo dann, also ein Anzeige, wo dann dran steht, wie viel sie jetzt für diesen Cupcake-Laden schon gespart haben. Und das ist einfach unheimlich süß, wie die beiden, obwohl sie so gegensätzlich sind, miteinander klarkommen. Und Caroline so die Finanzministerin ist, die sich einfach wahnsinnig auskennt, weil sie halt auch durch ihren Vater sehr viel gelernt hat und sehr viele Unis besucht hat und Abschlüsse hat. Zu Max, die eigentlich nichts gelernt hat, aber dafür das Talent hat zum Backen. Und es ist eine super süße Geschichte, wie sie gemeinsam ihren Traum erfüllen. Dann zur letzten Sendung. Serie. Auf jeden Fall. Die habe ich auch extrem durchgesucht und ist noch nicht beendet. Also für mich noch nicht beendet. Und zwar geht es um Vampire Diaries. Und wie ich ja schon in meinem Filmevideo gesagt habe, liebe ich Fantasy-Filme, Serien, ähnlich wie Once Upon a Time. Und ich glaube, Vampire Diaries, da muss ich nicht ganz so viel dazu erzählen, weil ich glaube, das war so stark in den Medien, dass viele Leute wissen, worum es geht. Natürlich geht es um Vampire und um Liebe und um eine kleine Stadt, wo die Vampire leben. Also so ein bisschen wie Twilight. Also wer Twilight mag, sollte sich unbedingt Vampire Diaries angucken. Oder vielleicht sogar mehr Vampire Diaries als Twilight wahrscheinlich. Aber ich denke, das ist Geschmackssache. Hierzu kann ich euch nicht ganz so viel sagen, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht zu Ende geguckt habe. Es geht auf jeden Fall darum, dass die Vampire natürlich länger gelebt haben, wieder zurückkommen in ihre Heimatstadt, wo früher die Familie gewohnt hat. Also so wie halt auch bei Twilight, die Cullens, die kommen immer wieder, weil sie altern ja nicht und müssen also sozusagen immer wieder weggehen aus dieser Stadt. Und so ist es dieses Mal auch. Und diesmal laufen sie einem Mädchen über den Weg, was später auch eine Vampirin wird. Und es ist eine super, super schöne Geschichte, weil die zwei Hauptdarsteller-Vampire
verlieben sich in dasselbe Mädchen, was sie von damals noch kannten. Also sprich, die Hauptdarstellerin sieht aus wie ein Mädchen, was sie vor einer ganz langen Zeit mal als ihre erste große Liebe betrachtet haben. Und natürlich stehen beide auf sie, sie steht aber eigentlich nur auf den einen. Und es ist ganz verworren, das Ganze. Es ist eine super süße Liebesgeschichte. Aber ich muss auch sagen, es ist viel Action drin. Also es ist nicht unbedingt nur etwas, was wie Mädels alleine schauen können. Also wenn euer Freund da offen für ist, dann könnt ihr das auch mit ihm schauen, finde ich persönlich. Mein Freund hat das noch nicht gemacht, ehrlicherweise. Aber es ist auf jeden Fall eine Sendung, die sich lohnt anzuschauen. Und auch hier werde ich euch natürlich unten den Link natürlich reinmachen zum Trailer, weil ich tatsächlich finde, dass diese Geschichte sehr kompliziert ist zu erklären. Und ich möchte euch jetzt nicht etwas vorlesen, aber ich würde euch sagen, dass Vampire Diaries extrem, extrem cool ist und ihr das unbedingt mal anschauen solltet, wenn ihr Fantasy-Fan seid. Falls ihr sie sogar schon gesehen habt. Und auch jetzt würde ich euch gerne bitten, mir eure liebsten Serien unten in die Infobox zu schreiben. Infobox, Kommentare natürlich, damit ich auch vielleicht eure mal anschauen kann und vielleicht dann eure Lieblingsserie dann das nächste Mal in meinem Video zeige oder erwähne, wie ich es fand oder nicht. Denn ich werde natürlich auch Videos machen von Sachen, die ich nicht gut fand in dieser Richtung. Und ich finde es super, super spannend zu wissen, was andere Leute so gerne schauen, hören und mögen. Deshalb haut in die Tasten, gebt mir eure Empfehlungen. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Hier ist es mittlerweile schon dunkel, deswegen drehe ich mit dem Kunstlicht. Ich hoffe, das geht einigermaßen für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder zum nächsten Video. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Muah.